Und damit herzlich willkommen zum Rückspiel im Halbfinale des Pokals. Der Finaleinzug soll jetzt klar gemacht werden, aber es wird mehr als schwierig, um hier gegen diesen Gegner bestehen zu können. Vor allem im Hinspiel kam es ja nur zum 1-1. Das heißt, bei diesem Ergebnis wäre der Gegner weiter. Und das heißt, wir müssen ordentlich Druck machen, um hier erstmal ein Tor zu erzielen, um wieder in die Partie reinzukommen. Was 0:0 reicht uns nicht, um ins Finale einzuziehen. Und mal gucken, was wir rausholen können jetzt hier in diesem Spiel. Jetzt heißt es aber erstmal Achtung, der Gegner mit der Chance. Und das 1:0, ja. Hat jetzt natürlich nichts an der Situation geändert. Wir brauchen jetzt ein Tor, dann haben wir Verlängerung. Zwei Tore, dann sind wir direkt weiter. Gelbe Karte für den Gegner. Und wir bekommen Freistoß. Ja, also das setzt uns jetzt natürlich noch mehr unter Druck jetzt, dieses 1:0 nach 15 Minuten. Natürlich, ich habe auf Offensiv umgestellt. Gebracht hat es bisher erstmal nichts. So, gelbe Karte für Watt jetzt. Ne? Freistoß für den Gegner. Keine Gefahr bei diesem Freistoß. Gut für uns. Umgang mit der Chance. Also wir brauchen erstmal ein Tor, um wieder Gleichstand herzustellen. Und es wäre so wichtig jetzt noch vor der Halbzeit. Ja, das ist 1:1 in der 41. Minute. Wort nach Vorlage von Unger. Super. Das war wichtig noch vor der Halbzeit wieder auf Gleichstand hergestellt. Und bei diesem Spielstand würde es Verlängerung geben. Und es gibt eine gelb-rote Karte für den Gegner. Der muss jetzt die restlichen Minuten noch in Unterzahl spielen. Kann ein Vorteil sein, muss aber nicht. Und die Chance jetzt durch einen Freistoß, aber wir geben Ecke jetzt. Und Unger 2:1, sauber. Innerhalb von einer Minute drehen wir das Ding durch einen Doppelschlag. Und natürlich auch durch die gelb-rote Karte begünstigt vielleicht. Und damit haben wir das Spiel jetzt auf unsere Seite gelenkt, dank dieser zwei Auswärtstore. Jetzt muss der Gegner zwei Tore machen. Also das doch noch vor der Halbzeit drin, hätte ich nicht gedacht. Ich denke, wir stellen jetzt ein bisschen auf defensiv um. Und spielen auf Konter. Das war verdammt wichtig jetzt, diese beiden Tore. Damit haben wir das Ding jetzt hier unter Kontrolle. Unger wieder der überragende Mann heute. Und es gibt jetzt einen Doppelwechsel beim Gegner. Und eins steht fest, wir werden auch heute wieder keine Verlängerung erleben. Obwohl das auch mal was hätte. Und da ist der Ausgleich. Jetzt beginnt wieder das große Zittern. Aber wir sind immer noch weiter. Das muss man immer noch bedenken. Aber jetzt beginnt wieder das ganz große Zittern.
Ein Tor und wir wären wieder raus. Jetzt wieder Konterchance für den Gegner. Achtung. Sumiro ist super. Juk Cekic super. Ja. Die Abwehr wird jetzt gefordert sein, natürlich. Noch 60, noch 30 Minuten trennen uns vom Pokalfinale. Del Cerro jetzt. Ein Tor würde jetzt die Nerven ein bisschen beruhigen wieder. Achtung. Ronny Chef, oh, super. Die Zeit läuft klar für uns, das ist klar. Aber wir müssen es jetzt hier irgendwie rumkriegen noch. Dieses 2:2 halten, möglichst. Es ist nicht mehr lange. Aber ein Tor. Super. Eckball jetzt für den Gegner. Nochmal Konzentration jetzt, ne? Ponychef. Oh, super. Dieses 2:2. Und wir sind eigentlich auch in Überzahl, aber bei Top 11 heißt das meistens nichts mit diesen roten Karten. Gibt nochmal einen Wechsel beim Gegner. Juk Cekic, super. Nur weg damit jetzt. Dauer pressen jetzt der Gegner. Aber wir können uns immer wieder noch befreien. Und jetzt sind es noch 10 Minuten. 10 Minuten, die uns vom Pokalfinale trennen. Und damit lebt der Traum weiter. Aber jetzt heißt es nochmal richtig arbeiten. Und dann sind wir durch. So, letzten 8 Minuten. Mann, Mann, Mann. So, gibt nochmal Freistoß für uns. Ach, er vergibt sie, schade. Hunger vergibt. Und jetzt Biko Cekic macht super nochmal. Und das muss doch jetzt gewesen sein. Es gibt doch eine Ecke für den Gegner. Simio ist klar und das muss es jetzt gewesen sein. Dank der Auswärtstorregel ziehen wir ins Finale ein. So ist es. Finale, Leute. Finale Pokal. Dank eines 2:2. Super. War ein hartes Stück Arbeit, das muss man wirklich sagen. Und damit spielen wir in 2 Tagen im großen Finale vom Pokal und haben diese Chance. Und wir treffen auf, gucken wir mal. Auf wen wir treffen, der Gegner steht sogar schon fest hier. Ich glaube, wir treffen auf den Eisen FC hier. Wenn es nach Auswärtstorregel geht. Ich glaube schon, ja, so ist es. Wir treffen, glaube ich, auf den alten FC aus Uruguay. Gucken wir uns den einfach schon mal an, als Gegner. Was uns da heute, was uns dann erwartet vielleicht. Ja, hat eine starke Mannschaft, hat er da. Etwa gleich stark, muss man sagen. Wird auch nicht einfach werden. Also auf jeden Fall nicht einfacher wie unser heutiger Gegner, aber es ist mir egal, wie ich das erreicht habe. Hauptsache, ich stehe im Finale und habe weiter die Chance auf das große Double. Und das ist mir verdammt wichtig. Also, das war's für heute. Beziehungsweise für heute nicht. Heute Abend steht das Ligaspiel noch an. Werde ich euch bestimmt auch wieder zeigen. Und ja, das war's dann jetzt in 2 Tagen das Pokalfinale. Und da soll dann der erste Titel perfekt sein. Bis dann, Leute. Ciao.